Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio, weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glabur. So, mein Plan ist es jetzt erstmal hier wieder das ganze Kupfer abzustellen. So, das haben wir gemacht und hier dann auch bitte. So, jetzt erstmal hier wieder Ruhe einkehren lassen, ja? Weil Plan Nummer 1 ist, den Kupferdraht für grün auf jeden Fall hier reinzulegen. Ja, also das sollte auf jeden Fall man schon irgendwie hinbekommen. Ich bin jetzt nur noch am Überlegen. Eisen. Wo haben wir denn Eisen eigentlich? Hier. Okay. Ja, ja, ja. Was ist? Hier läuft blau und grün. Das ist alles gut. Achso, da oben sollte ich das Eisen vielleicht auch mal abstellen. Kein Bock mehr hier auf den ganzen Roboter-Gedöns gerade, da ich versuchen werde, das jetzt so ein bisschen umzuändern. Aber wir haben ja auch sowieso einiges hier abgerissen, ne? Also, wenn ihr euch daran erinnert, hier oben läuft keine Eisenproduktion mehr und dies und jenes, ne? Oder keine Stahlproduktion. Nee, Eisen. Ja gut, Eisenproduktion und Kupferproduktion haben wir eingestellt. Wir haben ja einiges eingestellt, wenn man ganz ehrlich ist. Hier oben kommt ja auch Eisen an. Ich bin nämlich jetzt schon überlegen, ob ich nicht... Warum liegt denn hier so viel Eisen? Wer hat das von euch verloren, ne? Meldet euch. Gibt Anzeige. So, mach mal weg hier den ganzen Gedöns. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ich will mal gerade aufräumen, Leute, ja? So, die ganzen Förderbänder will ich gerade mal behalten, weil wir ja gleich doch schon einige da reinballern werden wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt alle hier ein bisschen so viel noch immer noch tun. Also wir haben nur 1000 Roboter über. Von 2229. Ich habe ja einige rausgenommen. Ach, Scheißendreck. Ja, Entschuldigung, ich sehe es gerade. Nein. Stoppen. So geht das hier nicht. Ah. Immer gaunern die sich was, die alten Säcke. So. Jetzt sollten dann gleich die Roboteranzahl auch sinken. Gut. Das haben wir. Jetzt muss ich mir aber wirklich Gedanken machen, Leute, wie ich das mit dem Eisen mache. Weil ich möchte ja gerne wirklich versuchen, hier die Förderbänder durchzukriegen. Also es würde eigentlich bedeuten, das muss alles weg. So, und ich werde das jetzt hier unten, ist die erste Reihe, wo ich es jetzt wirklich ausprobiere, ja. Also wir hätten hier den Kupferdraht regulär, den ich aber absolut nicht da reinlegen werde, sondern ich werde mir, ja, okay, ich muss doch hier oben erstmal Strom reinlegen wieder. So. Weil die können ja noch weiterlaufen, ne? 1300. Also wir haben irgendwie immer noch saumäßig viele über. So. Eisenplatten, Eisenplatten. Wie mache ich das? Probiere ich, welcher Strang ist denn das hier unten? Den muss ich mal ganz kurz gucken. Das ist doch die neue Maschine, die wir unten gebaut haben, oder? Oh, und Eisenbahn, Vorsicht, Kevin. Ja, also das ist dieser Strang hier. Okay. Okay, Leute, ich werde es irgendwie hinbekommen.
Irgendwie machen wir das schon, ja. Ich habe ja gesagt, wenn ich es absolut nicht hinbekomme, wirklich absolut gar nicht, dann fange ich wirklich an und baue neues Konzept auf. Nee, ich hätte auf der Seite bleiben sollen, aber komme ich hier durch? Vielleicht, wenn ich hier durchgehe, ne? Nee. Ich versuche einfach außen lang zu kommen, Leute. Ob der Weg jetzt ein bisschen länger ist oder peng, das spielt keine Rolle. Wir haben materialtechnisch keine Probleme, was mit Laufbändern zu tun hat. Oder, ja. Laufbändern war schon der richtige Ansatz. Komme ich vielleicht... Nein, komme ich nicht. Nehmen wir den doch mal weg. Und den auch noch mal weg. So, reicht es jetzt vielleicht? Ja. Mal. Super. So. Jetzt sind wir nämlich schon mal hier oben. Ich hätte das aber schon mal... Bitte ein bisschen ordentlicher. So, ja. Und dann hätte ich den gerne... ist da so. Okay. So, ungefähr. So, wenn ich jetzt beigehen würde und würde das jetzt so machen. Ja, was ist das denn hier? Wer hat das hier so gebaut, hm? Er legt ja doppelt, trotzdem doppelt. Wie war denn das nochmal, dass ich dann ihn nur einseitig bekomme? Jetzt beigehen würde und würde jetzt den... Ich muss das jetzt ganz kurz ausprobieren. Ich bin gerade... Ich habe jetzt echt lange nicht mehr mit den Bändern gearbeitet. Jetzt muss ich gerade mal gucken... Jetzt würde das so legen. Würde das funktionieren für hier oben? Für hierfür? Jetzt mal ohne Flachs, würde das gehen? So? Weil wir brauchen ja immer nur ein und drei. Weiß nicht, ob das funktioniert. Eine Idee wäre es schon, oder? Ich probiere es einmal, okay, Leute? Also einmal nur probieren. Upsa. Wenn das funktioniert, wäre doch auch cool so, oder nicht? Naja, das funktioniert so nicht. Seht ihr das? Irgendwas passt dann da nie. Auch wenn er das dann so legt, reicht das trotzdem nicht. Wir haben nämlich zu viel Eisenplatten über. Wie ich halt gerade gesagt habe, weil 1 gegen 20 kann ja in dem Sinne nicht funktionieren, ne? Stehe ich gerade wieder mit den blöden Dingern auf den Schlauch, aber ich muss jetzt erstmal nebenbei Okay, Leute. Okay, okay, okay. Wie kann man denn das machen? Weil er macht es jetzt immer im Wechsel. Jetzt, ich stehe gerade so ein bisschen...
Wenn wir dann so machen würden, würde er den ja trotzdem damit reinziehen. Und wenn keine Lücken entstehen, dann kann er den auch nicht damit reinmachen. Boah, ich stehe gerade sowas von auf den Schlauch mal wieder. Oh. Na gut, wir haben einfach das gekappt. Jetzt muss ich... Trotzdem verstehe ich es gerade nicht so ganz. Wenn ich es unten nicht zusammenfügen würde, dann hätte ich eine Linksader, eine Rechtsader. Okay. Das splitten, Alter. Ich sitze gerade sowas auf dem Schlauch. Okay. Aber wenn wir dann beigehen würden, also wir würden beigehen und würden die splitten. Ich muss gerade über was anderes nachdenken, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit bei dem Gedanken bin, dann komme ich sowieso gerade nicht auf den Punkt. Und wir würden die beiden zusammenfügen, dann hätten wir ja in dem Sinne wenigstens für ein oder zwei Reihen wird das mit Hundertprozentigkeit reichen. Die, das Förderband. Okay. Und so wäre das dann ja hier oben auch. Hier würde man ja eigentlich das Förderband durchziehen, oder? Ja, das würde nicht funktionieren. Weil wenn ich das hier in der Mitte durchziehen würde, würde es nicht funktionieren. Aber es würde hier funktionieren, auf jeden Fall. Das Problem ist, was ich einfach habe, ist, ich muss überlegen, wo ich die Stahlproduktion hinbaue. Und wenn ich die Stahlproduktion hier unten hinbaue, ist der Weg trotzdem ziemlich weit. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil ich könnte auch beigehen und das komplett nach oben ziehen. So, das ist eigentlich alles easy. Das Problem ist, was wir haben, ist hier. Weil wenn ich die Kiste jetzt hier wegnehme und wir würden jetzt hier ein Förderband lang ziehen, müsste ich eins da lang ziehen und eins da lang ziehen, okay? Also müsste ich es einfach nur teilen. Das ist eigentlich auch nicht so tragisch. Aber eigentlich müsste man schon fast ein komplettes für Kupferdraht und eins für Eisen nehmen. Wenn ich aber eins für Eisen nehme und einen für Kupferdraht, dann wären diese beiden überliegenden Nachteil. Weil wenn jetzt hier oben der Kupferdraht geht, würde der kleine rote, also der lange, das wäre dieser hier, das ist nämlich der einzigste lange Greifarm, würde dann Probleme begleiten. Wenn ich aber die Seiten teilen würde... dann würde das schon in dem Sinne funktionieren. Eigentlich. Er liegt immer beidseitig. Ah, wie war denn das nochmal? Achso, und Signale gibt es zwei. Das habe ich immer noch nicht. Zugkettensignal. Zugkettensignal. Ah. Okay, alles klar. Damit muss ich mich dann beim nächsten Mal auch noch auseinandersetzen. Okay. Aber wie kriegen wir... Weil Rot wird einfach so bleiben, Leute. Also mit Rot mache ich mir keine Gedanken. Ich will nur Grün nicht mehr automatisieren, sondern Grün wird wirklich selbst mit Förderbänder wieder gemacht. Komplett. Nur zu eurer Info. Also da wird jetzt auch kein Pardon mehr gemacht. Grün will ich wirklich wieder komplett auf Förderbänder erstmal machen. Und dann werden wir in dem Sinne weitersehen, was dann passiert.
das kann dann auch wirklich gut funktionieren. Ich weiß immer noch nicht, wo der den Draht zwischendurch wegholt, ne? Als wenn wir irgendwo dann noch Draht hätten. Ja. Ach, what the... Naja, ich komme. Schluss jetzt hier. Ah, ihr sollt doch nicht mehr produzieren. Ihr sollt doch jetzt einfach mal aufhören. Das kann doch nicht wahr sein. Da geht er wirklich bei und hat irgendwo noch so ein verstecktes Ding gehabt. Das ist doch nicht normal hier. So. Das haben wir schon mal. Ja, das haben wir schon mal erledigt. Und dann würde in dem Sinne der das Förderband wirklich immer so laufen, Leute. Ja, und hier müsste dann ein Teiler hin und dann müsste das da laufen. Anders wird es nicht funktionieren. Zumindest so, wie ich es mir bis jetzt gebaut habe. Wäre jetzt genauso wie hier. Müsste das dann auch bis dahin laufen. Und dann müssten die beiden hier lang laufen. Das da lang laufen. Erstmal so grob vorbereiten, Leute. Mir wird das gleich einfallen. Ich weiß es. So, dann. Das muss hier lang laufen. Das muss da lang laufen. Normalerweise könnten wir dann den hier, wenn ich ganz ehrlich bin, abreißen, weil das benötigt man eigentlich dann nicht mehr, weil wir haben ja hier viel weniger Hangars. Viel weniger Roboter, die wir benutzen. So. So. Und so. Genau so müsste das dann sein. Und das müsste ich dann nur noch ja, gut genug aufteilen, etc. bla bla. Und dann würden wir weitersehen. Was ist los? Warum man der hier? Naja, egal. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.